geht gleich los. Ja? Lustig. So, liebe Leute, wie ihr sehen könnt, wir sind in Berlin und müssen heute mal ein Video ein bisschen rückwärts machen. Denn gestern war ein total verrückter, beschissener Tag eigentlich am Anfang, ne? Der dann Gott sei Dank noch gut geendet hat, aber angefangen hat es damit, wir haben uns auf den Weg gemacht nach Berlin, wollten für euch mitfilmen, haben fleißig gefilmt, sind am Flughafen angekommen und unser Flug hat sich natürlich erstmal verspätet. Dann sind wir gelandet und was ist dann passiert, dann ist die Speicherkarte von der Kamera abgekackt. Das heißt, alles, was wir gefilmt haben, ist wieder weg. So, da war die Laune schon mal mies. Und der Grund, warum wir nach Berlin sind, ist, weil wir auf die Filmpremiere von Fast and Furious 7 gehen wollen. Acht. Mittlerweile. Acht. Sieben war schon vorher. Fast and Furious 8 natürlich. Hashtag Entschuldigung. FF8. Hashtag FF8. Ich habe noch ein bisschen Chatlag von Mexiko, tut mir leid. Fast and Furious 8 natürlich. Und Castrol hat uns eingeladen und uns ermöglicht, hierher zu kommen. Und die sind auch Partner vom Film. Und ich würde sagen, wir geben euch jetzt schon mal einen kleinen Heißmacher. You've got 8 seconds to get on that plane. You're not gonna make it, you gotta push it. Castrol Edge has fluid titanium technology for maximum engine performance. You can't be Fast and Furious without Castrol Edge. See the Fate of the Furious in theaters this April. Ja, dann sind wir also angekommen in Berlin, voll unter Stress. Die Kamera ging nicht, mit der wir filmen sollten. Der Flug war zu spät, wir waren voll unter Zeitdruck und kommen dann an am Sony Center. Dort war die Filmpremiere, Menschenmassen ohne Ende, lauter Fans vom Film. Wir kommen so gut wie zuletzt, kommen an, laufen dann lang. Erstmal läuft direkt Farin Bang an uns vorbei, Tobi kapiert es gar nicht. Wer war das gerade? Wer war da, Alter? Und wollen dann natürlich hin. Ich gehe hin, sag meinen Namen, sag, hier sind Tickets hinterlegt, aber dem war nicht so. Dann erzähl mal, was machen wir hier? Warten. Und was warten wir denn? Das ist die Rettung naht. Wir telefonieren und telefonieren. Alle laufen uns vorbei und denken, wir sind hier so Hochstapler. Hast du den Künstlernamen? Ja, hab ich auch schon probiert. Wie gesagt, Johannes. So, da haben wir ungefähr 40 Mal gefühlt hin und her telefoniert, um irgendwie doch reinzukommen. Die haben schon alle gedacht, wir sind irgendwie hier so Hochstapler, die da vor der Tür stehen und irgendwie doch noch reinsneaken wollen. Hat aber dann doch noch irgendwie geklappt. Also sind wir auf einmal da reingelatscht. Und was wir dort vorgefunden haben, war super geil. Geil, oder? Aber jetzt kommen wir wirklich zu den Stadt. Wir haben es reingeschafft, Leute, wir sind drin. Wir dürfen jetzt hier entlang laufen. Mega, ich war noch nie auf so einer Filmpremiere, aber es ist super geil. Schaut richtig nice aus. Und wir gucken jetzt mal, wo wir hin müssen und was uns hier erwartet. Ist schon ein bisschen Autoatmosphäre, ne? Autos ausgestellt, Felgen, Reifen. Ist auf jeden Fall geil. Die schreien leider noch nicht, wenn wir entlang laufen. Dann müssen wir noch ein bisschen, dann müssen wir ein bisschen was ändern. Wir müssen den zweiten Gang nehmen. Aber wir arbeiten daran. Wir geben uns Mühe. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Ich war das letzte Mal hier bei der PS4-Premiere. Das war auch hier. Schaut schon echt top aus. Freut mich gerade richtig, dass es jetzt geklappt hat. Jetzt entspannen wir uns langsam wieder und sind glücklich. Also wir kommen da rein, ihr müsst euch vorstellen, wir laufen diesen roten Teppich entlang, es stehen lauter Menschen dort, die Fans und ja, wir zwei Pisser, die waren ja gesagt, laufen da rein, sind es jetzt auch nicht so gewöhnt, also machen das jetzt auch nicht jeden Tag. Sorry. Ja, standen da auf einmal und die Kulisse war wirklich der Hammer. Wir stehen da, wir gucken da die ganzen Autos an, die dort stehen, die Fans, die jubeln. Wissen, jetzt läuft gleich Vin Diesel hier vorbei und haben echt das sehr, sehr genossen. Es waren auch sehr viele YouTuber dort vor Ort. Ist auch ganz neu für mich, so gerade eben wurden wir angesprochen und als YouTuber erkannt. Ich fühle mich ja gar nicht so, aber das ist irgendwie witzig. Und jetzt, wenn ich hier stehe, dann sehe ich auch, dass auch einige da sind. Ihr seht die jetzt gerade nicht, aber ihr habt schon gesehen, Le Floyd ist da, der Flying Uwe ist da. Also es sind schon ein paar namhafte da und ja, wir halt auch. Wir tun jetzt einfach mal so, als würden wir dazugehören und freuen uns. Also es ist echt, ist schon beeindruckend.
ne? Voll geil. Die Laune steigt langsam wieder. Wir sind wieder bei positiver Laune und genießen den Abend. Ist für mich halt so eine ganz neue Welt, in die ich da so reinkomme. Das kenne ich gar nicht. Und das da zu sehen, es war schon super geil. Also standen wir da noch ein bisschen rum und nach einer Weile haben wir uns dann gedacht, jetzt gehen wir mal ins Kino. Ne? Jetzt sind wir ins Kino. Da natürlich das mit den Tickets auch noch schief ging, hatten wir nicht mal den gleichen Sitzplatz. Das heißt, wir saßen auseinander. Die gleichen können wir nicht haben, also nebeneinander dann. Was sagst du? Die gleichen können wir nicht haben. Ja, also... Leck mich doch am Arsch. Also, wir saßen nicht nebeneinander im Kino, wir saßen getrennt, aber es war trotzdem echt lohnenswert, denn wir sitzen da und du wartest, dass einfach nur ein Film kommt und auf einmal stehen Superstars vor dir. F. Gary Gray! Oh, gut, aber. You know, as we are here in Germany, of course, we would like to know, is this movie fast enough for the Deutsche Autobahn? Just say yes. Yeah. That is? We love you. Das war schon krass, oder? So mit dem... da zu sitzen und auf einmal steht da Vin Diesel. Das kapiert mir. Das ist doch zu früh. Nochmal. Das war dann schon krass, oder? Wir sitzen da und gucken da runter und auf einmal steht da Vin Diesel. Ne? War schon... Das kapiert mir im ersten Moment gar nicht überhaupt. Du sitzt da dran, 5 Meter, 7 Meter vor dir läuft einmal Vin Diesel rein in seiner Sonnenbrille, kommt rein und sagt, hey guys, what's up? Und es war irgendwie schon surreal, also komplett surreal. Du checkst nicht, dass es wirklich der wirkliche Vin Diesel ist, der da wirklich vor dir steht und dann eine kurze Rede hält, wie geil sein Film ist. Und ich mache mal kurz nach, bin an die Brille. Ja. Der war ungefähr so, der kam rein und dann so. Vin Diesel! Vin Diesel! Hey Ladies, I'm Vin Diesel. Diesel. Gasoline. Richtig krasser Typ, richtige Maschine. Und ja, dann haben wir den Film angeschaut. Und sind dann irgendwann natürlich wieder aus dem Kino raus, als dann der ganze Film vorbei war, der ganze Wahnsinn vorbei war. Film zu Ende? Was meinst du? Ja, sehr realistisch auf jeden Fall, ein mega Film. Naja, also war ein cooler Film. Cooler Abend, oder? Also mega. Ihr seht schon, hinter uns ist schon jetzt wieder alles hier gerade zu Ende gegangen. Unser verrückter Tag nimmt jetzt hoffentlich auch noch ein schönes Ende, nicht, dass jetzt noch das Hotel abgebrannt ist. Danke euch fürs Zuschauen auf jeden Fall. Kann man echt nur empfehlen. Vielen Dank an Castrol für die Einladung. Schaut euch den Film an und wir sehen uns wie gewohnt beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Und jetzt hat man los und so. Flieger schon wieder spät, ne? Ja. Scheiße. So, Freunde, zu guter Letzt gibt es auch noch was zu gewinnen. Geht einfach auf meine Facebook-Seite, ich blende sie unten ein. Dort gibt es ein Gewinnspiel. Ihr könnt Blu-ray-Boxen gewinnen von Fast and Furious 1 bis 7, Kinotickets, T-Shirts, also unbedingt mitmachen. Vielen Dank an Castrol dafür und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.